Okay, Alarmstufe Rot. Das könnte jetzt ein richtig großer Fehler sein. Nicht nachdenken, einfach machen. Moin Leute, ich bin Julian und ich nehme euch heute mit auf einen kleinen winterlichen Bikepacking-Ausflug inklusive Übernachtung im Freien. Ich habe die Stadt jetzt allmählich hinter mir gelassen und bin bei knapp über 20 Kilometern. Bei ungefähr 90 Kilometern liegt der Übernachtungsspot, der designierte, an einem See. Ich habe kein Zelt dabei und auch nichts zu trinken. Boah. Moment, Straßenverhältnisse sind kritisch. Das, was eigentlich Gravel ist, ist eine Mischung aus Schlamm, Schnee und Laub und fährt sich nicht so leicht. Ich habe kein Trinken dabei. Alles, was ich an Essen brauche, habe ich bereits dabei. Das heißt, ich mache jetzt keine Supermarktstops oder so, sondern bin ab jetzt autark unterwegs. Ich hoffe, es wird nachts nicht zu kalt. Ich hoffe auch, dass ich es irgendwie schaffe, ein Feuer anzubekommen. All das werden wir im Laufe dieses Videos beantworten. Wildschwein, sind das Wildschweinspuren? Haben die hier gewühlt? Hier auch wieder. Und guck mal hier, da haben wir den Übeltäter doch überführt, oder? Es entwickelt sich gerade zu einer richtigen Matschparty. Und ich sehe hier auch überall Wildschwein-Hufabdrücke. Und ich glaube, die haben deutlich bessere Bereifung als ich. Deutlich mehr Grip. Boah! So, Leute, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mich hier mal konzentrieren, sonst dauert es nicht mehr lange und ich liege auf der Seite. Kurze Trink- und Snackpause. Bei der Gelegenheit schauen wir uns mal den Zustand hier des Bikes an. Meine Hose auch bis übers Knie vollgespritzt. Mir und dem Bike, uns bleibt hier nichts erspart. Scheiße, was ist jetzt los? Die Straße führt echt einfach durch einen See. Ja, natürlich eine Überschwemmung. Ich habe keine Ahnung, wie tief. Hier vorne sehe ich noch ein bisschen Grund. Uff. Da muss ich irgendwie durch, ne? Nützt nichts. Okay, das könnte jetzt ein richtig großer Fehler sein. Aber ich habe eigentlich keine andere Wahl, weil die Umwege wären richtig lang. Ich gehe jetzt einmal zurück und nehme ein bisschen Anlauf. Scheiße, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie tief es wird. Fuck. Ja, und wenn ich nicht durchkomme, dann sind die Füße richtig nass. Egal, here goes nothing. Oh, oh. Oh, scheiße, ich bin jetzt schon mit den Füßen drin. Ah, fuck. Komm raus. Oh. Alter, meine Füße haben links und rechts patsch, patsch, patsch gemacht. Aber ich bin durchgekommen. Und noch habe ich kein Wasser an den Füßen. Vielleicht haben die Schuhe alles abgehalten. Puh. Puh. Okay, es hätte deutlich schiefer gehen können. Sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich hier schon wieder keinen Grip. Ah. Aber die Sonne ist da. Ey, ist das schön. Guckt euch das an. Jetzt hier wird der Schnee richtig angestrahlt. Es ist hell. Ah. Wunderschön.
Das war's mit der Drahtsäge. Schade. Dann wird's heute tatsächlich ganz schwer mit Feuer. Und die hält ja wirklich nicht viel aus, ne? Scheiße. Aber ich habe noch eine Idee. Ich probiere noch mal was anderes. Ist das nicht hier sogar vielleicht Zunder? Ich nehm's mal mit. Auf jeden Fall habe ich es abbekommen. Irgendwie befestigt. Das passt schon. Wie lang ist noch? 17,4 Kilometer. Oh, ich wollte eigentlich so um 14 Uhr ankommen. Das haben wir in 5 Minuten. Hätte ich noch 2 Stunden Tageslicht gehabt. Wenn ich jetzt mich beeile, habe ich gleich noch eine. Das passt schon. Uhr, Ankunft am See. So, hier ist mein Zielpunkt und hier rein ist ein erster möglicher Spot. Ja, den ich aber für nicht so wahrscheinlich halte, weil es sah auf einigen Fotos so aus, als ob es dann da ziemlich überschwemmt ist. Wir schauen uns das mal an. Auf jeden Fall ist hier schon mal ordentliche Blockade am Start. Ups. So. Naja. Könnte man machen, ne? Ich lieg halt hier auf Sand. Oh, ich habe einen richtig schönen Seeblick hier. Einen richtig schönen Seeblick. Aber das mit dem Sand ist halt ein bisschen so. Da wäre irgendwie ein festerer Untergrund schon besser. Aber ich finde es nicht schlecht. Also vielleicht gucke ich noch mal einen weiter. Aber das könnte es hier schon sein. Und ein bisschen Holz könnte ich hier in der Gegend auch finden. Der umgestürzte Baum hier ist ja praktisch schon die Einladung. Ja? Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall hätten wir schon mal was. Also ich habe mir das gerade nochmal auf Google Maps angeguckt. Auf 2 potenziellen Spots bin ich schon längst vorbei. Ich glaube tatsächlich, ich bin hier echt schon ganz gut aufgehoben. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich glaube, wir machen uns heute einen kleinen Strandtag. Einen dezemberlichen, winterlichen Strandtag. Was haltet ihr davon? Approved? Ich glaube, so machen wir es. Ich habe jetzt erstmal alles, was ich irgendwie brauchen werde, aus meinen Taschen gepackt. Sieht jetzt unordentlich aus, liegt daran, dass es auch extrem unordentlich ist. Also da ist jetzt gar kein System dahinter. Ich brauchte das Fahrrad aber leer, denn ich habe euch ja gesagt, ich habe kein Zelt dabei. Mein Unterschlupf baue ich mit meinem Fahrrad und hiermit. Ja, ich glaube, die grobe Idee ist schon ganz gut zu erkennen. Ups. Wenn ich das jetzt hier abspanne, habe ich ein schönes kleines Häuschen hier drunter. Hier ist einmal kurz der Julian aus dem Videoschnitt. Eigentlich hätte ich euch gerne eine richtig schöne Zeitrafferaufnahme vom Abspannen des Tabs gezeigt. Leider habe ich die Funktion auf meiner Actioncam nicht richtig verstanden und alles, was dabei rumgekommen ist, ist das hier.
Ja, das war nicht so richtig aufschlussreich, deshalb verspreche ich euch, dass es vom Abbau der ganzen Konstruktion eine vernünftigere Aufnahme geben wird. Und damit zurück ins Video. Wir haben 10 nach 4. Und was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist... Jo, an die Naturgeräusche hier muss ich mich auch noch gewöhnen. Ich habe die Bodenplane hier gespannt. Sieht so aus. Problem, die ist ziemlich lang, fast so, also länger als mein Tarp oder genauso lang. Und wenn es nachts regnet, und das könnte heute Nacht sein, dann könnte es hier drauf tropfen, und weil es hier leicht abschüssig ist, halt nach unten laufen. Das wäre nicht so gut. Das heißt, ich will jetzt hier noch für ein bisschen zusätzlichen Schutz das Tarp abspannen. Ich kann euch bei der Gelegenheit noch meine, beziehungsweise meinen Lieblingsknoten zeigen. Ich kann es jetzt schlecht geil zeigen. Zack, zack. Und dann hier durch. Und ja, wenn man hier jetzt Druck ausübt, dann zieht die sich halt zu. Aber das Coole ist, wenn man die Sache, die man hier festmachen will, rausnimmt, dann löst sich der Knoten ganz leicht, wenn man hier einfach durchzieht, und löst sich im Nichts auf. Und hier machen wir meinen zweiten den finde ich sogar noch geiler, weil wir haben eine Schlaufe, die sich verstellen lässt. Boah, ihr könnt es leider gar nicht sehen, wie der geht. Zeige ich euch vielleicht nochmal besser, wenn wir Zeit haben. Tag ist ja noch lang. Wird zwar dunkel, aber der Tag ist noch lang. Und damit ist es hier deutlich besser überdacht jetzt. Sehr gut. So, das ist gut. Ja, das ist die Matratze. Schlafsack, gucken wir einmal drauf. Hat ein Limit von minus 2, extrem minus 20, aber dann wird es wirklich kritisch. Komfort plus 4, ne? Ja, also könnte für heute Nacht reichen. Wahrscheinlich werde ich einfach von vornherein hier mit in den Bivisack schlüpfen und dann hoffentlich nicht noch 5-mal pinkeln. Ist immer ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, es wird warm genug hier heute. Ich mache mir jetzt einfach mal keine Sorgen. Ich habe da versucht, so einen hervorstehenden Ast abzuklöppeln. Bin da leider nicht sehr weit gekommen. Aber ich habe das hier geerntet. Dürfte auch schon relativ trocken sein. Ich habe da abgeschnitzt, was in den äußeren Schichten nass war. Ja, alles so leicht angemorscht. Ich glaube, das brennt leider dann nicht so gut. So, ich habe jetzt richtig was weggeschnitzt und geklopft, um Holz vorzubereiten und Zundermaterial. Ich habe das Gefühl, es könnte klappen. Ich will meine Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben. Ich zeige euch gleich das vorbereitete Holz. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was ich zu essen dabei habe. Dafür lege ich mich mal hier so halb hin. Ein Nudelcup, ein warmen Goreng, Polenta mit Sojaschnetzel und Gemüsebrühepulver, Frühstück, ein Porridge, noch eine Nudelcup, weil, sind wir ehrlich, das ist nicht so viel. Ein Tee und für morgen früh ein Instant Coffee oder Espresso besser gesagt. Ein Proteinriegel, falls ich das alles nicht zubereitet kriege, um noch irgendwas im Magen zu haben. Und wir haben einen Göffel. Das Wichtigste von allem. Okay, Alarmstufe rot. Ich habe gerade die Matratze hinter mir, die Luftmatratze, ein bisschen zurechtgeruckelt. Auf einmal hat der Widerstand aufgehört und es hat gemacht. Und die Matratze ist leer. Ich habe diese scheiß Matratze gerade an irgendeinem Stock aufgerissen, der da hintergehakt war. Ah, nee, Leute, guck mal. Es ist nur der Verschluss aufgegangen. Der Luftrausverschluss. Wie konnte das denn passieren? Also ich hoffe jetzt mal, dass es das ist, weil hier sind auch ein paar Stöcker, aber nicht spitz. Oh, bitte mach, dass es nur das war. Dann kann ich sie hier einfach wieder aufpumpen. Luft kommt rein. Und es scheint, dass sie hält. Boah, ey, Glück gehabt. Jetzt roll ich dich hier ein bisschen zusammen, sodass ich hier den Platz habe, den ich brauche. Leute, wir machen uns einen schönen Abend hier zusammen. Jetzt endlich Thema Feuer. Wir haben hier das Anzündmaterial, also die gesammelte Birkenrinde, die ich hier mit einem Stock beschwert habe. Und kleine Späne und den Zunderkern, den ich hier auch reingeschnitzt habe in kleine Stückchen. Dann hier mittelgroße Stückchen zum Verbrennen.
Und hier große Stöckchen. Ihr seht's, ich bin hier noch so halb unterm Tarp. Das liegt daran, dass ich hier einigermaßen gemütlich sitzen kann. Und dass mein Kocher hier, das ist er, also auch echt kein großes Feuer braucht. Ne? Also ich mache jetzt hier kein riesen Lagerfeuer. Also ich würde mal sagen, von der Vorbereitung her, ihr könnt es ja auch mal beurteilen. Aber ich glaube, das ist schon überdurchschnittlich, wie ich mich hier aufs Feuermachen vorbereitet habe. Also die Grundelemente sind vorhanden. Wenn es jetzt scheitert, scheitert es höchstwahrscheinlich an mir. Vorausgesetzt, das Holz ist natürlich wirklich einigermaßen trocken. Das fühlte sich aber so an. Es weht auch schon eine ordentliche Brise. Es könnte das Vorhaben natürlich gefährden. Ich versuche mal optimistisch zu bleiben. Klar, wir machen jetzt hier Feuer, ist so logisch, ganz easy. Handelsübliches Feuerstahl. Okay. Come on. Oh, da war. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Oh, scheiße, Wind, ey. Wind ist krass, ihr seht's an der Flamme. Nicht zu früh, Freund. Wie kann ich das hier windgeschützter machen? Oh, scheiße. Ich habe das Tarp leider nicht so hingestellt, dass ich hier eine optimal windgeschützte Breitseite habe. Das ging halt nicht anders, weil der Strand halt auch abschüssig ist. Das Feuer ist wieder erloschen. Ich habe noch eine ganz kleine Glut. Ich habe gerade noch mal richtig versucht reinzupusten. Hab Birkenrinde nachgelegt. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, es nochmal zu versuchen. Oder ich versuche mir hier jetzt erstmal einen vernünftigen Windschutz zu bauen. So, ich habe jetzt hier eine Wand gebaut aus dem Biwaksack. Ich habe auch ein Feuerzeug dabei. Ich habe es jetzt mal rausgeholt, weil ich gucken wollte, wie windstill das hier ist. Und die Antwort ist... Brennt sofort. So, jetzt muss ich aber Holz zum Brennen kriegen. Das ist das Wichtige. Ich riskiere es jetzt einfach. Wasser ist schon drin. Und Beutelinhalt soll man direkt mit zugeben. Ich habe unten ein stabiles Glutnest. Ha, es ist also jetzt gerade relativ stabil, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle. Immer wenn man mal reinbläst, dann flammt es schön wieder auf. Aber so richtig Tempo machen wir hier noch nicht. Eine ganze Weile später, schau mal rein. Es blubbert. Ja, die Nudeln sehen auch durchaus. Geil, fertig. Ich habe ein Essen. Ich muss das jetzt ganz schnell essen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich noch eine Mahlzeit. Jetzt was Heißes im Bauch. Ist echt gut. Es dauert halt ewig, ne? Bis da mal was kocht. Deckel drauf. Und wieder anpusten. Ich habe halt so gedacht, was mache ich denn hier draußen, wenn es so ewig lange dunkel ist? Man langweilt sich doch. Ich habe mir hier ein Buch mitgenommen und dachte so, wie überstehe ich diese endlose Dunkelheit? Aber mit so einem Feuerchen hat man halt echt einen Vollzeitjob. Das am Laufen zu halten, bis dann endlich mal das Wasser kocht und man sich was zu essen gemacht hat. So sieht das aus. Dürfte echt gut sättigen. Kann man so machen. Es hat angefangen zu regnen. Und hier kommt jetzt der Tee. Ich versuche gleich noch mehr heißes Wasser reinzumachen. Insgesamt bin ich bis jetzt
mit meiner Performance hier ganz zufrieden. Das ist das erste Mal, dass ich im Winter generell draußen schlafe und das erste Mal, dass ich quasi kein Zelt dabei habe, sondern nur eine Plane. Und der Aufbau gefällt mir echt gut. Kann natürlich sein, dass sich das nachts noch ändert und es dann ein bisschen ungemütlich ist und zu offen und so weiter. Das wird sich noch zeigen. Aber noch bin ich nicht ganz bereit, ins Bett zu gehen. Noch chill ich hier so ein bisschen, schaue noch ein bisschen die Glut an, lass sie manchmal noch mal ein bisschen aufflammen, finde noch mal einen Stock, den ich dazu packen kann. Ja. Aber demnächst heißt es dann Zähne putzen und Richtung Schlafsack. Ich habe jetzt Jacke und Hose ausgezogen. Oh, wird direkt warm. Sehe ich natürlich aus wie ein schwer Verunglückter, der irgendwie um sein Leben kämpft, um hier noch die letzte Wärme zu erhalten. Ist natürlich nicht so. Das ist einfach ja eine zusätzlich isolierende Schicht. Und damit ich das Buch nicht ganz umsonst mitgenommen habe, weil es ja erst 22 Uhr ist, lese ich jetzt noch eine Runde. Leute, was ist Fantasy eigentlich für ein Genre? Ich meine, es ist alles komplett ausgedacht und erfunden. Ich habe jetzt hier House of Dragon, Fire and Blood gelesen. Bin auch Game of Thrones Fan. Hab da auch einige Bücher von gelesen. Und auch House of the Dragon Serie fand ich sehr gut. Freue mich auf Staffel 2. Aber mal ehrlich, es ist doch alles ausgedachter Mist. Warum feiert man das so? Warum kauft man sich ein Buch und liest das sogar und interessiert sich für die Geschichte, die komplett ausgedacht ist und wirklich nichts verändert? Also an meinem Leben verändert das nichts, wenn ich jetzt weiß, welches Haus da wen umgebracht hat und wer dann König oder Königin geworden ist und so weiter. Es ist ja im Endeffekt wirklich einfach nur Unterhaltung. Aber wieso fühlt man sich von etwas unterhalten, was komplett ausgedacht ist? So, jedenfalls habe ich jetzt ein bisschen gelesen, halbe Stunde ungefähr. Und ich könnte jetzt auch in meinem 90 Kilometer entfernten Zuhause, in meiner beheizten Wohnung liegen. Aber ich habe mich hierfür entschieden. Ich meine, quadratmetertechnisch ist es hier tatsächlich auch nicht viel kleiner. Das ist schon mal das. Und ich habe hier direkte Seelage. Wirklich 1,5 Meter bis zum See. Das habe ich in meiner Wohnung garantiert nicht. Und das ist auch eigentlich hier eine ganz gute Maßnahme gegen den Herbstblues. Einfach auch mal im Winter, in der dunklen Jahreszeit, wenn eigentlich alles scheiße ist, man nur zu Hause hängt, rausgehen und was Verrücktes machen. Also für mich ist es immer noch relativ verrückt, weil ich das noch nie gemacht habe und das ja eigentlich kontraintuitiv ist, im Winter, wenn es kalt ist, wenn es regnet, zu sagen, ich übernachte draußen im Freien. Aber Bewegung an der frischen Luft, Abenteuer, mal wieder auf so ursprüngliche Sachen wie Feuer machen und Holz hacken zurückbesinnen. Das tut richtig gut. Das beschwingt und das macht Spaß. Ja, nebenbei mache ich noch ein kleines Video. Auch das macht mir immer sehr viel Spaß. Also, besser geht's doch nicht. Ich habe die Zahnpasta jetzt einfach runtergeschluckt, weil ich hier nicht ausspucken konnte. Ich liege hier schön eingemurmelt, mache den Schlafsack gleich noch ganz zu. Meine Jacke dient als Kopfkissen. Ich habe schon zweimal, nachdem ich Feuer gemacht habe, im Freien gepennt habe, mega komische Albträume und Psychosen gehabt und mega Panik- und Angstzustände. Gut, dass ich das jetzt nochmal so reflektiere und es quasi auch für diese Nacht heraufbeschwöre. Und deshalb hoffe ich, ich kann gut schlafen und wünsche euch, vor allem aber auch mir selbst, eine gute Nacht. Wenn nichts ist, sehen wir uns morgen früh. Bis dann.
Good morning. Ja, also die Nacht. Ja, es war mehr ein gemütliches Ausharren über die meiste Zeit als ein richtiges Schlafen. Ich glaube, ich war zwischendurch auch mal eine halbe Stunde, Stunde immer mal wieder eingenickt. Aber so richtig zu fest zum Schlaf bin ich über weite Strecken nicht gekommen. Ist aber auch nicht schlimm. Hab hier den Regen auf meine Plane prasseln hören und die Naturgeräusche. Aber ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Angst oder habe mich unwohl gefühlt oder so. War also echt entspannt. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass es jetzt immer noch regnet. Das macht das Abbauen halt jetzt ein bisschen unbequemer. Auch damit muss man irgendwie dann lernen, klarzukommen. Man kann ja nicht immer erwarten, dass das Wetter nach dem eigenen Zeitplan spielt. Wir können uns den Spot und mein Lager jetzt nochmal schön bei mehr Licht anschauen. Ich habe hier in zwei Richtungen abgespannt, das Fahrrad eben umgedreht. Vorteil ist, dass es nicht nur quasi das Zelt aufstellt, die Plane, sondern das Fahrrad auch noch einigermaßen trocken bleibt. Und wenn wir mal reingucken, da sieht es ein bisschen wild und chaotisch aus. Hier habe ich gepennt. Helm, Elektronik, Klamotten. Es ist hier von der Seite ein bisschen Wasser reingelaufen, aber ich glaube nicht schlimm. Ja. Und so habe ich hier die Nacht verbracht. Und die Kollegen hier habe ich auch nachts gehört. Ja, aber insgesamt war es echt gemütlich. Und was darf bei so einem richtig schönen Strandtag natürlich nicht fehlen? Richtig, der Sprung ins Wasser am Morgen. Wir gehen rein. Nicht nachdenken, einfach machen. Oh, es ist kalt. Es ist richtig kalt. Oh. Ja, es wird wahrscheinlich auch lange nicht tief. Das heißt, ich bleib mal hier. Atmen, atmen. Oh, es ist scheiße. Es ist richtig scheiße. Es ist richtig scheiße. Oh, alles tut weh. Aber das wollen wir ja, ne? Das ist ja der gewünschte Effekt. Okay. Ich hab genug. Habt ihr genug? Mir reicht's. Mir reicht's schon. Ist schon okay. War schön. Aber passt. Passt schon. Oh. Ja, es war kalt. Aber das einzig Richtige, was man machen kann, ist einfach nicht drüber nachdenken und einfach rein. Okay. Jetzt schnell abtrocknen und irgendwie wieder warm werden. Gerade geht's. Jetzt heizt der Körper nach. Frühstück gibt's jetzt aus Bequemlichkeitsgründen vom Gaskocher. Das Lager ist vollständig abgebaut und alle Sachen wieder am Fahrrad verstaut. Damit startet die Rücktour. Und an dieser Stelle war es das mit dem Video. Die 4 bis 5 Stunden Rückfahrt erspare ich euch jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein wollt, Kanalabo nicht vergessen. Oben links verlinke ich euch meine Everesting Challenge. Schaut gerne auch auf Instagram vorbei, ist unten verlinkt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Ich glaube, ihr könnt ganz froh sein, dass ich euch den Rest erspart habe. Ich hätte mir ehrlich gesagt selbst gerne erspart. Komm raus! Oh! Wir machen uns heute einen kleinen Strandtag. Was ist Fantasy eigentlich für ein Genre? Ich hab genug. Habt ihr genug?